Wir haben ein Saisonspiel gehabt, das leider verloren. Aber ich bin sehr optimistisch, dass wir mit dieser Mannschaft, mit diesem Staff weit vorne können, mitspielen können und dass das eine gute Saison wird sein. Also ich glaube, wir sind extrem treue Fans. Also, in den letzten Jahren immer um den Playoff-Platz herumgekämpft, immer mit den letzten paar Runden noch knapp qualifiziert, vorher ein paar Mal gar nicht. Und, ich glaube, für das haben wir eine relativ gute Fanbase, den harten Kern. Auch wenn es an den Zuschauerzahlen nicht immer so ist. Wir haben 4-4. Supportmässig würde ich uns schon zu den Top-Teams in der Liga zählen, auch auswärts. Egal, ob wir hier am Dienstag auf Biasgaben gehen oder auf Fischb, da haben wir immer ein paar Leute unten, die Support machen und die Mannschaft unterstützen. Und ich glaube, auf das können wir auch ein bisschen stolz sein. Aber vor dem Spiel ist man schon immer ein bisschen nervös, also eine kleine Anspannung, und das ist auch gut so. Ja, man freut sich einfach auf das Spiel, egal was für ein Spiel ansteht. Es ist immer ein schönes Spiel zu spielen, auch wenn ich schon viel gespielt habe in meiner Karriere. Aber gleich immer wieder ist man ein bisschen nervös. Ja, da macht eigentlich immer das Gleiche. Jeder hat so ein bisschen seine Rituale, die er durchzieht. Die können ganz unterschiedlich sein. Und das macht man einfach. Hat eben wieder. Macht ein bisschen, der eine macht dieses, der andere macht gar nichts. Der andere geht voll einlaufen, das spielt immer ein bisschen anders.